starke Entscheidung des Bundessozialgerichts. Unfall durch Bahnsurfen eines 16-jährigen Gymnasiasten ist gesetzlich unfallversichert. Gute Noten schützen offenbar vor Dummheit nicht. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Eines vorab, meine Damen und Herren und liebe Schülerinnen und Schüler und Gymnasiasten in Deutschland und möglicherweise auch weltweit. Bahnsurfen ist wirklich nicht cool, ist auch nicht lässig, beeindruckt mich überhaupt nicht. Es ist einfach nur dumm und lebensgefährlich. Und ich sage Ihnen wirklich nur eins, der Junge, um den es hier geht, der hat wirklich richtig Glück gehabt. In zweifacher Hinsicht. Der Kläger, damals 16 Jahre alt, Gymnasiast, ist 2015 in einen Regionalzug eingestiegen. Er stieg auf die zugschiebende Lok, das ist also die Lok, die ganz hinten ist. Die hat einen Starkstromanschluss und dabei erlitt er einen schweren Stromschlag und stürzte von dieser Lok. Hintergrund dieser Aktion war wohl, dass der Kläger sich gegenüber seinen Mitschülern beweisen wollte. Also wollte er ihn auf dicke Hose machen, wollte cool sein. Und wahrscheinlich nicht zum ersten Mal. Der Schüler erlitt starke körperliche Verbrennungen. Rund 35% seiner Körperoberfläche sind verbrannt oder haben Verbrennungen erlitten. Und er hat tatsächlich auf wundersame Weise diesen Unfall auch noch überlebt. Also sozusagen hier das erste große Glück gehabt, er hat überlebt. Und jetzt kommt noch das zweite große Glück. Das Bundessozialgericht hat ihm sogar noch Recht gegeben. Denn der Kläger hat bei der Unfallversicherung einen Arbeitsunfall in Form eines Wegeunfalls beantragt und die hat das abgelehnt. Und dagegen hat er geklagt, hat in der ersten Instanz Recht bekommen, in der zweiten Instanz vom Landessozialgericht wurde das Urteil wieder aufgehoben, also da hat er wieder Pech gehabt. Und jetzt beim Bundessozialgericht am 30. März 2023 hat er Recht bekommen. Der Kläger hat einen versicherten Wegeunfall erlitten, so die Kasseler Richter in ihrem Urteil vom 30. März 2023. Bei Schülern besteht Unfallversicherungsschutz auch für spielerische Betätigungen im Rahmen schülergruppendynamischer Prozesse. Schülergruppendynamischer Prozesse, also ist ein fürchterliches Wort. Aber wir wissen alle, was damit gemeint ist. Auch der Kläger wollte bei seiner wiederholten Surfaktion cool gegenüber seinen Mitschülern sein. Die von ihm selbst geschaffene Gefahr schließt den Unfallversicherungsschutz nicht aus. Mit seinen erfolgreichen Surfaktionen in der Vergangenheit hat der Kläger vielmehr eine Sorglosigkeit erworben, die zu einer massiven alterstypischen Selbstüberschätzung führte und ihn darauf vertrauen ließ, es werde ja weiterhin alles gut gehen, so die Kasseler Richter. Entgegen der Vorinstanz bieten gute Schulzeugnisse insoweit auch bei hohem Risiko keinen Schutz vor einer alterstypischen Selbstüberschätzung. Also ich sage da mal auf Deutsch gesagt, gute Schulnoten schützen vor Dummheit wirklich gar nicht. Ich finde, cool sein ist ganz was anderes, meine Damen und Herren. Wenn Sie, also ich spreche jetzt die Schülerinnen und Schüler in Deutschland an, die vielleicht mal Lust haben, Bahnsurfen zu machen, mal wieder Bock haben, wirklich richtig cool zu sein, dann helfen Sie doch mal lieber bitte alten Omas und Opas in den Straßenbahnen oder im Zug oder beim Einkaufen oder pumpen Sie doch einfach mal bitte 100 Liegestütze. Das finde ich ist wirklich stark und lässig. Hoffentlich hilft Ihnen dieses Video dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.